Hallo zusammen, willkommen zu unserem Vortrag Ladeinfrastruktur für Ihre WEG. Mein Name ist Martin Heckmann. Mein Name ist Raphael Lang. Wir sind von der Firma Blue Oak aus Mannheim und tragen euch heute im Namen der Metropolregion Rhein-Neckar den Vortrag über Ladeinfrastruktur vor. Unser Vortrag besteht aus folgenden Punkten: einleitende Grundinformationen zur E-Mobilität und Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktur gemeinsam gestalten, Vermeidung von Einzellösungen, Lastmanagement, Abrechnungsoptionen, Betreibermodelle, Fördermöglichkeiten und letztendlich der Weg zu Ihrer Ladeinfrastruktur. Wir fangen an mit den einleitenden Grundinformationen zur E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Die E-Mobilität ist immer mehr im Kommen. Sie gestaltet sich als dynamische und effiziente Alternative zum Verbrenner. Sie ist eine disruptive Technologie, das heißt, sie wirkt ablösend. Der Vorteil sind attraktive Kaufanreize durch Förderprogramme. Ebenso kann man von den geringen Betriebskosten profitieren. Ebenso gibt es natürlich auch Herausforderungen. Wir haben Neuerungen im Bereich der Infrastruktur, unsere Netzstruktur. Gibt es genug Strom für die E-Mobilität? Ein anderes Thema sind zum Beispiel rechtliche Aspekte und vor allem im Bereich der WEG. Rechtliche Aspekte. Im Rahmen des WMOG 2020 erhielt jeder Mieter oder Wohnungseigentümer das Recht auf eine Ladestation. Grundsätzlich war diese Rechtsprechung zu begrüßen, aber natürlich gibt es hier auch etwas Kritik. Bei erster Betrachtung war das natürlich ein guter Schritt. Fast jeder hat nun die Möglichkeit, sich eine eigene Ladestation installieren zu lassen. Wenn man das von einer anderen Seite her betrachtet, bringt das aber auch etliche Probleme mit sich. Der Ausbau von Einzellösungen verbaut die Netzkapazitäten am Anschlusspunkt des Hauses. Somit wird schnell verhindert, dass bezüglich des Ladens jeder zum Zug kommt. Der Einzelne verbaut also die Lösung der Gemeinschaft. Es gibt mittlerweile die erste Rechtsprechung, die gezielt auf diese Problematik eingeht und den Wildwuchs von Ladestationen verhindert. Ladeinfrastruktur für Immobilienverwalter und WEGs bedeutet einen erhöhten Handlungsbedarf. Wir möchten Ihnen nahelegen, schrecken Sie nicht zurück, kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Sicherheitsrisiko, Brandgefahr durch Schuko-Ladung beim Laden von E-Fahrzeugen über die gewöhnliche Haushaltssteckdose. Auf der rechten Abbildung sehen Sie das Laden über eine gewöhnliche Schuko-Steckdose. Wie Sie sehen können, auf der thermischen Aufnahme findet eine starke Überhitzung statt. Dies ist nicht nur brandgefährlich, sondern erzeugt auch enorme Ladeverluste. Kommen wir zum zweiten Punkt: Ladeinfrastruktur gemeinsam gestalten, Vermeidung von Einzellösungen. Wie bereits erwähnt, ist der sogenannte Wildwuchs, also der Ausbau von Einzellösungen im Bereich der Ladestation, zu verhindern, denn diese führen schnell zu einer Überlastung des Hausanschlusses. Eine effiziente Lösung bietet dahingehend ein Lastmanagementsystem. Hierbei handelt es sich um die faire Teilung der vorhandenen Leistung auf alle Teilnehmer. Somit kann in den meisten Fällen eine kostenintensive Verstärkung des Netzanschlusses verhindert werden. Entsprechend geben wir die ganz klare Empfehlung heraus: Einzellösungen vermeiden, Kosten minimieren. In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Tiefgarage von einem Mehrfamilienhaus. Der Plan wirkt auf den ersten Blick etwas erschlagend. Aber auch hier, wenn man sich Gedanken macht, wie man einen Stellplatz mit einer Ladestation versorgen kann, bekommt man auch diese Herausforderung ganz gut gehandelt. Wir sehen bei dem Ausbau von Ladeinfrastruktur für WEGs zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen möchten wir viele davon begeistern, sich jetzt für eine Grundinfrastruktur zu entscheiden und diese zu bejahen. Auch wenn die Eigentümer jetzt noch keine Ladestation haben möchten, sollen Sie zumindest perspektivisch das Recht haben, sich mit einer Ladestation zukünftig an das bestehende Netz anzuschließen. In diesem Beispiel gibt es zwei Ausbaustufen. Der erste Schritt: jeder Stellplatz wird mit einer Grundinfrastruktur erschlossen. Der zweite: möchte der Mieter oder Anteilseigner eine Ladestation haben, kann er seine Wallbox als Sondereigentum an die bestehende Grundinfrastruktur anschließen. Wichtig hierbei ist, die Investitionskosten der Grundinfrastruktur dürfen nicht zu hoch ausfallen. Dadurch erreiche ich eine hohe Akzeptanz bei der nächsten Eigentümerveranstaltung. Wir gehen weiter zum Lastmanagement. Zum Thema Lastmanagement sehen Sie die folgenden zwei Abbildungen.
Auf der linken Seite sehen Sie eine gewöhnliche Infrastruktur ohne Lastmanagement. Wir haben 22 kW Ladeleistung zur Verfügung. Bei einer maximalen Ladeleistung von 11 kW pro Fahrzeug können somit maximal zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass weitere Fahrzeuge an dieser Infrastruktur laden können. Abhilfe schafft hier das auf der rechten Seite zu sehende Lastmanagementsystem. Wir haben ebenso 22 kW Ladeleistung zur Verfügung. Wie Sie sehen, werden hiermit jedoch 6 Parkplätze bedient. Das System verteilt automatisch und dynamisch die verfügbare Leistung. Sollte beispielsweise, wie bei Fahrzeug 4 zu sehen, ein Fahrzeug aufhören zu laden, wird die frei gewordene Kapazität auf die weiteren Stellplätze verteilt. So erreicht man immer eine faire und dynamische Verteilung der Leistung und selbst über die Nacht von 10, 11 oder 12 Stunden wird jeder Autoakku voll geladen. Wir gehen weiter zu den Abrechnungsoptionen. Wir möchten im Folgenden zwei Optionen vorstellen. Einmal die Abrechnung durch die WEG oder Hausverwaltung, im nächsten Step durch einen externen Dienstleister. In dieser Folie stellen wir Ihnen die Abrechnung durch die WEG vor. Die Abrechnung erfolgt durch die WEG oder Hausverwaltung, beispielsweise im Rahmen einer Jahresendabrechnung. Im Unterschied zur HBKA, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist die Heiz- und Betriebskostenabrechnung, gibt es im Rahmen der Elektromobilität noch relativ wenig empirische Werte. Eine Abschätzung, wie groß die monatliche Abschlagszahlung auszulegen ist, ist dementsprechend nicht ganz einfach. Des Weiteren übernimmt die WEG das Haftungsrisiko. Dies ist beispielsweise der Stromliefervertrag, das Zahlungsmanagement oder die Ladeverluste. In der unteren Darstellung sehen Sie die WEG. Die WEG hat einen Stromliefervertrag mit dem Energieversorger. Die WEG betreibt die Basis-Ladeinfrastruktur, hat eine vertragliche Beziehung zu den einzelnen Nutzern. Hierbei gibt es eine Konstellation, die unbedingt geklärt werden muss. Nutzt beispielsweise ein Mieter die Ladeinfrastruktur, hat dieser keine direkte vertragliche Beziehung zur WEG. Wir kommen zur weiteren Abrechnungsoption. Diese ist deutlich stressfreier für die WEG. In diesem Fall wird alles durch einen externen Dienstleister dargestellt. Hierbei wird der technische und wirtschaftliche Betrieb der Ladeinfrastruktur an den Dienstleister outgesourced. Der Dienstleister erstellt monatliche Abschläge. Diese können auch scharf an Kilowattstundenverbräuchen orientiert werden. Er erstellt ebenfalls eine jährliche Endabrechnung für alle Teilnehmer. Der Dienstleister verlangt hierfür eine Servicepauschale. Natürlich kommt der Strompreis noch obendrauf. In der unteren Darstellung sehen Sie diese Konstellation. Im Beispiel zur vorherigen Darstellung sehen Sie die WEG rechts ausgegliedert. Der Dienstleister übernimmt die Verantwortung und macht somit diesen Prozess deutlich angenehmer für die WEG oder auch für den Hausverwalter. Wir gehen weiter zu den Betreibermodellen. Die WEG investiert in eine gemeinsame Grundinfrastruktur. Besteht der Bedarf an einer Ladestation, dies ist in der Regel Sondereigentum, kann der Eigentümer oder Mieter den Kauf oder Bau einer eigenen Ladestation beauftragen. Zusammen mit der Firma Quartiervolt bieten wir ein Full-Service-Programm an. Hierbei kann optional zu dem Kauf eine Ladestation auch gemietet werden. Ebenfalls bieten wir eine Abrechnung und Wartung an. Für die maximale Sicherheit erfolgt eine jährliche DGU-VV3-Wartung. Wir gehen weiter zu den Fördermöglichkeiten. Mit dem Wachstum der E-Mobilität sind auch eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten ins Leben gerufen worden. Jedoch, aufgrund der hohen Nachfrage sind diese schnell vergriffen und erschöpft. Entsprechend ist es geraten, schnell zu handeln. Achten Sie deshalb innerhalb der WEG unbedingt darauf, die Fördertöpfe schnellstmöglich auszuloten und anzuzapfen. Wie hier unten zu sehen, gibt es verschiedene Beispiele dafür. Ein gewerbliches Programm Charge at BW, für den privaten Bereich das KfW-Programm 440 oder umweltfreundlich mobil für die Region Heidelberg. Der Weg zu Ihrer Ladeinfrastruktur. Sie haben bereits die erste Anfrage oder möchten auch Ihre WEG up-to-date machen? Dann würden wir wie folgt vorgehen. Wir starten mit dem Erstcheck.
Danach betrachten wir weitere Verknüpfungspunkte, beispielsweise den Baustein Photovoltaik. Darauf folgt die Konzepterstellung inklusive Kostenschätzung. Natürlich muss die umgesetzte Lösung auch noch betrieben werden. Hierfür können Sie ebenfalls gerne auf uns zukommen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Vortrag etwas Licht ins Dunkel bringen konnten und im besten Fall Ihnen die Angst nehmen konnten, wenn eine Anfrage auf Sie zukommt: Ich hätte gern eine Ladestation. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gerne mit Fragen auf uns zu. Wir helfen Ihnen gerne weiter.